Hallo, willkommen zurück bei Kreativ im Wilden Süden, unserem Teamkanal. Heute möchte ich mit euch zusammen oder genau diese Karte basteln. Und zwar habe ich hierfür verwendet das tolle Designerpapier aus der Celebration und die dazu passenden Pinguinstempel und die Stanze. Hier könnt ihr was draufschreiben und ja, ich finde die wunderschön. Die kann man Weihnachten schön platzieren. Das ist die Karte. Die ist auch vom Schnitt her gar nicht so einfach. Das Ausgestalten dauert ein bisschen länger, aber jetzt beginnen wir einfach mal. Also, ich habe hier auch ein Muster gemacht. Ihr braucht eine Grundkarte. Ich habe hier Lindgrün genommen in den Maßen 14x27. Und das ist dreimal gefalzt und innen drin ein Fenster geschnitten und auch geschnitten bzw. gefalzt. Gut. Leg mal los. Schneidbrett brauchen wir jetzt zuallererst. Klappe ich die Schiene runter. Und das Papier mit den Maßen 14 mal 27. Und das müssen wir in drei Teile teilen, also 9 cm. 27 cm müssen wir quasi jetzt jeweils bei 9 cm falzen. Der erste Falz ist bei 9, der zweite bei 18. Das sind jetzt so diese zwei Falten hier, der hier und der. Dann haben wir drei Kartenseiten. Und jetzt kommt das Fensterchen. Ich zeige es euch jetzt mal. Nochmal hier nach meinem Ding. Wir machen jetzt zuallererst die zwei Schnitte rein. Und zwar legen wir die Karte an bei 11 cm. Und schneiden bis 25 cm. Einmal von da bis da und einmal von da bis da. Und von oben und unten sind es jeweils 2 cm Abstand. Und das geht mit unserem Schneidgerät ganz gut. Ich nehme jetzt die Schneideklinge, lege hier bei 2 cm an. Also dann haben wir hier den Rand von 2 cm. Jetzt schiebe ich meine Schneideklinge auf 11 cm. So, das könnt ihr auch an der Nut erkennen. Steche die Klinge ein, drücke die rein und schneide jetzt bis 25 cm, bis hierhin. Das ist schon der erste Schnitt. Und jetzt nehmt ihr und schiebt es hier hin, dann habt ihr hier auch eine 2 cm Anlegeschiene. Jetzt, weil die Klinge jetzt schon hier oben ist, fange ich bei 25 an und ziehe es runter auf die 11 cm. Das sind jetzt die zwei Schnitte. Und jetzt müssen wir da noch jeweils zwei Falze, also vier Falze insgesamt noch reinmachen. Nee, stimmt das? Ja, vier Falze. Und zwar legt ihr eure Karte jetzt tut ihr die Schneidklinge runter, drehen wir die um, bei 11 cm an. Und dann jetzt bitte aufpassen, wirklich nur von der Schnittkante zur Schnittkante falzen, dass ihr nicht durchfalzt die ganze Seite, sondern wirklich nur die Schnittkante. Und dann ist es absolut akkurat. So, ich mache es zweimal vorsichtig und langsam. Dann schiebt das Papier, sagen wir hier, von da bis da habe ich jetzt gefalzt. Auf 14,5 schiebt jetzt das Papier. Und das macht ihr jetzt wieder so von Schnittkante zu Schnittkante falzen. 14,5. So. Dann die 18 haben wir schon, die haben wir ja vorhin durchgezogen. Jetzt legen wir bei 21,5 an. Wieder nur
Immer dasselbe von Schnittkante zu Schnittkante. Und jetzt kommt der letzte Falz bei 25 cm. So. Das ist jetzt euer Grundgerüst, eure Grundgerippe. Jetzt nehmt ihr euer Falzband zur Hand. Jetzt falzen wir erstmal so rum. Falzen und dann einmal gegen gleich, also ein Zickzack-Falz. Und da auch könnt ihr das Ganze falzen. So. Und jetzt habt ihr das. Und jetzt wird es ein bisschen, ja, müsst ihr ein bisschen Feingefühl haben. Jetzt nehmt ihr diesen Falz und auch diesen Falz, den knickt ihr nach hinten. Beziehungsweise ihr könnt das ganze Ding nach hinten nehmen. Und den hier könnt ihr gleich gegen, gleich als Z falzen. Und hier genau dasselbe. Runter, den als Z falten. So, jetzt habt ihr schon grob mal das Grundgefalte. Und jetzt könnt ihr das hinten nehmen, mit dem Falzbein einmal hier drüber fahren. Dann sind die Knickse richtig schön akkurat. Vorsichtig, und dann klappt es gut. Okay, jetzt nochmal über jeden Falz drüber. Und wie ihr seht, jetzt haben wir schon das Grundgerüst. Das war im Prinzip schon die ganze Geschichte. Was am meisten Zeit in Anspruch nimmt, ist natürlich das Ausgestalten von, ja, von dem ganzen Ding. Aber das Grundgerüst ist wirklich, wirklich easy. So, und jetzt wollen wir das bekleben mit Designerpapier. Ich habe das hier bei meiner Skizze. Ich lege das mal auf die Seite. Auch schön deklariert. Ich habe zwei A-Stücke, also das sind die zwei langen. Dann habe ich die B viermal, das sind die. Und die C sind die äußeren und die D sind die inneren. Ihr könnt die natürlich auch C und D gleich machen, also das gleiche Muster dafür nehmen. Dann ist es natürlich anders. Also ihr braucht jetzt, ich habe das schon zurechtgeschnitten, für A zweimal 1,5 mal 13,5, die kommen hier hin. Dann braucht er 4 mal 6,5 mal 1,5, das sind die hier. Eins, zwei, drei, vier. Dann habe ich hier noch vier Stückchen. Die habe ich alle auch schon zurechtgeschnitten. Einmal C, das ist 3 mal 9,5. Und der Wald. Wieder 3 mal 9,5. Und so habe ich dann im Prinzip schon das Grundgerüst mit dem Designerpapier ausgestattet. Dann braucht ihr noch ein. Ich habe jetzt Flüsterweiß genommen. Ihr könnt natürlich auch eine andere Farbe nehmen. Ich habe jetzt Flüsterweiß genommen mit den Maßen 13,5 mal 8,5 cm. Und bevor ich das aufklebe, allerdings, bevor ich das aufklebe, bestempel ich das noch. So, ich klebe jetzt mal das Designerpapier schnell auf. So. Das Designerpapier klebt. Jetzt geht es natürlich ins Stempeln. Ich mache jetzt zuerst mein flüsterweißes Papier, diese rechte Seite. Da habe ich aus dem Stempelset Weihnachtsgrüße, wir wünschen fröhliche Feiertage genommen. Das hat mir so gut gefallen, weil es so schön geschwungen ist. Und das stempel ich in Abendblau.
Abendblau ist auch in dem Designerpapier drin. Deshalb nehme ich Abendblau. Und die Bäumchen, dann nehme ich Lindgrün, greife ich dieses Farbmotto wieder auf mit den Bäumchen. Und zwar haben wir hier dieses Stempelset, Pinguin Party. Und da sind auch diese schönen Bäumchen drin, die Pinguine, die Füßchen, Päckchen, Schal, eine Fliege ist dabei. Also ihr könnt da wirklich spielen. Und was ich an diesem Set so toll finde, dieser Luftballon passt erstens mal zu unserer Luftballonstanze, die nicht mehr im Sortiment ist, aber der kleine Luftballon ist genau da drin passend. Und was auch schön ist, sind diese Füßchen, diese Fliege, der Baum, der Hut, die passen zu anderen Stempelsets von Stemming ab auch. Zum Beispiel jetzt zu diesen Schafen, die jetzt diese Knuddelgrüße, die in der Celebration drin sind, könnt ihr den Schafen auch eine Mütze aufsetzen oder auch dieses Schälchen. Fliege oder auch eine rote Nase. Das finde ich nämlich so schön, weil die von der Größe her passend sind. So, das Bäumchen habe ich montiert. Jetzt nehme ich den lindgrünen Stempel und Stempel erster. Und das habe ich dann nicht gemacht, aber jetzt versuche ich es mal mit dem zweiten Stempelabdruck. Dann ist es ziemlich zart. Ach, das ist mir jetzt fast zu zart. Naja, gut. Stempelt auch über das Bild hinaus. Das sieht immer schön aus, wenn man auch so über den Rand hinaus stempelt. Ich glaube, ich auch den hier, den werde ich nochmal aufgreifen. Jetzt bin ich mutig. Ja, passt. Und den da unten, den machen wir auch nochmal. Sieht schöner aus. So. Der Wald ist montiert oder aufgestellt, aufgestempelt. Das klebe ich jetzt so hin. So, aufgeklebt. Jetzt wollen wir diese Winterlandschaft machen. Dieses Fensterchen hat genau 14 cm Öffnung. Und diese 14 cm, ihr seht, ich habe das hier frei schwebend, habe ich hier hinten angeklebt. Wenn man das sieht, da, was seht, ich habe das da so angeklebt mit einem doppelseitigen Klebeband. Und dieser blaue Schwung für die Schlittenfahrt, das ist ein Stempel auch aus der Pinguinparade. Ich habe mir jetzt vorbereitet ein flüsterweißes, circa 14, ja, ungefähr 14 cm plus, also am besten ein bisschen minimal, aber das könnt ihr nachher immer noch zuschalten. Macht 14 cm und hinterher kürzt es zurecht, dass es einstecken könnt. So würde ich das machen. Ich nehme jetzt hier meine Berghügel nochmal. So. Klebt die auf. Das sind immer ein bisschen tricky. So. Und den färbe ich jetzt mit Babyblau ein, weil der Schneemann hat auch Babyblau oder beziehungsweise in dem Papier ist auch Babyblau enthalten. Färbt den ein. Nochmal. So. Und jetzt mache ich mir hier so einen Hügel. Und ihr seht, es reicht hier nicht komplett. Deshalb färbe ich das letzte Ende nochmal ein und versuche das hier einigermaßen passend anzulegen. Dann nehme ich meine Schere und schneide mit einem kleinen weißen Rand diese Hügellandschaft aus.
Und versucht es hier eins. Oh, das passt perfekt. Perfekt passt es. Und was ihr jetzt natürlich noch machen müsst, bei dieser Hügellandschaft, ein Falz in der Mitte nehmen. Also ich nehme dieses Stück und da setze ich jetzt ein Falz mit einem Falzbrett genau in der Mitte und dann könnt ihr die Karte nachher auch schön klappen. Ich denke, ich werde das noch ein bisschen runter machen. Genau. Und hier unten werde ich noch ein kleines bisschen abkürzen. Oder? Nee, das geht so. Das lasse ich so. Guckt halt da. Ist dann fast hier mit der Karte bündig abschließend bei mir jetzt momentan. Und ich habe hier jetzt nochmal einen Gegenhügel gemacht. Den stempel ich jetzt zuallererst. Das will ich gerade. So. Habe ich ein. Ich lege das hier an. So. Wir brauchen ja jetzt nicht ganz so viel. Ich schneide das jetzt hier aus. Nehme ich mir mein Schneidbrett und falze dieses jetzt erstmal in der Mitte. Das sind genau für, bei mir 13,6 cm sind das jetzt hier. Dann ist es bei 6,8 gefalzt. 13,6, 6,8 wird es dann gefalzt. Nickt es schon mal vor. Das kann ich mir jetzt eigentlich schon einkleben. Das klebe ich jetzt mal ein. So, der erste Schneehügel klebt. Wenn ich die Karte jetzt zumache, dann passt es genau. So, und jetzt brauchen wir den zweiten Schneehügel. Den möchte ich da hinten, das kürze ich jetzt mal ab. Und dann kann ich das jetzt hier so anpassen, wie ich es möchte, wie es mir gefällt. Genau. Ich glaube, so möchte ich das haben, oder? Hm? Ein bisschen höher? Nee. Ein bisschen tiefer. So, so. Ja, dann vielleicht ein bisschen. So. Das passt euch jetzt einfach so an. Markiert es, wie ihr das kürzen wollt. Also ich drehe das jetzt um. Mache jetzt hier einen kleinen Strich und da kürze ich das dann ab mit meinem Schneidgerät. Ich sehe, ich habe das schräg aufgeklebt. Das kann ich jetzt auch nochmal mit der Schere nachher gleich abschneiden. Mal.
Den möchte ich jetzt so haben. Den falze ich jetzt nicht, weil den Falz kriege ich jetzt so genau nicht. Das knicke ich nachher zusammen nochmal mit dem Falzbrett. Mit dem Falzbein. Ich mache mir jetzt hier unten einen Klebestreifen hin. So. So hin, wie mir das gefällt. Genau. Sehr schön. Klippt. Und jetzt mache ich das einfach so. Ich nehme jetzt die Karte. Ist ja alles schon geknickt. Knickt das. Gehe hier nochmal mit dem Falzbein rüber. Dann ist das auch geknickt. So, und schon haben wir unsere Schneelandschaft. Das war eigentlich das Schwierigste von dieser ganzen Karte. Jetzt brauchen wir noch unsere Pinguine. Die zwei, die stempel ich jetzt erstmal. So, die Pinguine sind gestempelt. Den hier, den stanze ich mit der Stanze aus. Ach, ja, bravo. Hoffentlich rein. So. Einmal unser Pinguin. Den können wir stanzen. Den hier können wir nicht stanzen. Den muss ich mit der Hand ausschneiden. Dann mache ich jetzt für den Mund, die Nase. Natürlich erstmal das Schnäbische. Und zwar nehme ich für den, das stempel ich direkt auf. Dann nehme ich die. So. Das ist das hier. Und auch für die Füße mache ich jetzt, stempel ich direkt die Füße auf. Ach, da haben wir doch so Doppelfüße sogar. Ich glaube, ich nehme die Doppelfüße. Und die mache ich hier so rein. Ja, die sind doch super. Genau. Gut, der eine ist fertig. Da brauchen wir noch eine Krawatte dazu. Und für den hier, den schneide ich aus und werde Füße aufstempeln bzw. den Schnabel separat aufstempeln und dann ankleben. Also das habe ich ausgestanzt bzw. ausgeschnitten, den Schnabel. Und dann nehme ich nochmal einen zweiten Stempelabdruck von diesem Pinguin und werde diese Flosse nochmal separat abschneiden, damit ich die Luftballonbändel darunter klemmen kann nachher. Jetzt habe ich den Pinguin ausgeschnitten, den Schnabel ausgeschnitten, die Flosse ausgestanzt. Jetzt brauchen wir von diesem Pinguin hier nur diese, ja, Flosse noch. Die schneide ich jetzt aus. Einmal so und dann hier einmal rüber. Die kürze ich jetzt. Genau da, wo der Bauch endet. Die kommt dann nachher hier oben drüber. Ich nehme jetzt ein Klebemittel, setze hier einen kleinen Punkt hier drauf. Da mache ich den Schnabel. Oh, da wäre jetzt eine Pinzette gut. Einmal hier die Flosse, dann Tupfen drauf, einmal hier
Seid vorsichtig mit dem Kleber, da ist gleich mal zu viel. Jetzt stempel ich die Luftballons einmal in Abendblau und einmal Fräschenlila und werde die ausstanzen. Bis gleich. So, fertig. Jetzt nehme ich diesen kleinen Pinguin. Den setze ich schon mal hier hin. Den mache ich, auch den mache ich mit 3D-Klebepads drauf. Ich glaube, das gefällt mir mit 3D-Klebepads besser. Guck das so schön in den Raum rein. So, jetzt nehme ich mir ein weißes Band. Ein weißes Band habe ich hier. Da schneide ich zwei Stück ab, zwei kleine. Ein Blue Dot oder Mini-Klebepunkt befestige ich jetzt hinten jeweils an einem dieser kleinen Luftballons. Das, was übersteht, das knuddle ich da drunter, dass man es nicht sieht von vorne, und mache den Bändel hier so dran. Genau dasselbe mache ich jetzt hier mit dem zweiten. Ja. So, andrücken, dass es hält. Die kann ich jetzt schon hier oben befestigen. Ich glaube, ich klebe erst die Luftballons zueinander. Die mache ich hier bei dem einen Luftballon ein Ding, dass die zwei Luftballons schon mal zusammenkleben. Da ein bisschen Kleber drauf. So. Dann nehme ich jetzt Kleber, gucken mal ungefähr, wo der hinkommt. So. Und befestige das dann. Schön. Jetzt nehme ich den Pinguin, mache unten auch ein Klebeding hin, Klebespur. Da passe ich jetzt auf, dass der Pinguin mir nicht über den Rand rausguckt, dass der später in die Karte reinpasst. Also das ist nicht, dass der Schnabel endet beim Knick, bei dem Knick hier. Das wäre gut. Jetzt nehme ich wieder einen Mini-Klebepunkt. Den setze ich jetzt direkt auf die Flosse. Und jetzt nehme ich eine Kordel nach der anderen. Eine. Und die zweite Kordel. Muss ja nicht ganz stramm sein, die darf auch ein bisschen locker sein. So. Gut. Jetzt nehme ich nochmal einen Klebepunkt. Den tue ich jetzt unter diese Flosse drunter. Guck, wie das schön verpackt ist, dass der nicht rausspitzt, der Klebepunkt. Und setze die Flosse über die Fäden drüber und drückt das schön an. Und so ist der Flügel oder die Flügelflosse, nee, das ist der Flügel, das ist die Flosse, ist der Flügel schön über den Schnüren. Und die kürze ich jetzt einfach mit der Schere ab.
glaube, die können wir noch ein bisschen kürzen. Da ist mir fast zu lange. Gut. Das ist die Karte. Das ist die Karte mit dem Pinguin. Eine wunderschöne Aufstellkarte. Und wenn die könnt ihr auch mit der Post versenden, indem ihr die so klappt, dann passt sie auch in ein normales Briefumschlägchen rein. Und der Beschenkte wird sich bestimmt sehr, sehr freuen. Und jetzt zeige ich euch gleich noch eine Variante in herbstliche Farbe. So, seid ihr neugierig? Das ist die herbstliche Variante. Ich habe hier das Herbstdesignerpapier aus dem Herbst-Winter-Katalog genommen und die Ausstandsblumen von der Wiesenruhe heißt es, glaube ich, und ebenso den Stempel dazu. Wiesenblumen heißt es, Wiesenblumen. Ebenso den Stempel dazu. Das ist auch eine wunderschöne Karte in herbstlicher Variante. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bastelt nach, zeigt mir gerne eure nachgebastelten Werke. Bin gespannt. Ihr könnt da sämtliche verschiedene Varianten machen. Ihr seht ja, ist was komplett anderes, kommt komplett anders rüber. Versucht es aus, probiert euch aus und schaut mal, was ihr draus macht. Also ich bin neugierig, was ihr draus gewerkelt habt. Ich freue mich, von euch zu hören. Also macht's gut, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder hinterlasst auch gerne einen netten Kommentar. Ich freue mich über jeden netten Kommentar. Ganz lieben Dank. Tschüss, bis dann.